Ja, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 XXL Footcraft. Heute mal wieder natürlich mit einem erfolgreichen Draft. Das wollen wir alle hoffen. Lasst natürlich gerne ein Like da und aktiviert die Glocke für mehr. Ihr feiert das ja unglaublich und ich versuche wirklich so viel es geht rauszuballern und heute hier mit einem guten Starspieler natürlich zu rasieren, alle 4 Spiele gewinnen und dann am Ende irgendwie eine Ikone zu ziehen, zum Beispiel Ronaldinho. Ihr wisst Bescheid, das ist heute unser Ziel und ja, ich würde sagen, für mehr natürlich wisst ihr, was zu tun ist und dann kann ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Wir haben ja die letzten Drafts eigentlich schon richtig scheiße gespielt, deswegen kann es eigentlich nur noch besser werden heute hier und vielleicht werden wir es ja wieder schaffen, das Finale zu gewinnen. Ich werde einfach mein Bestes geben und jetzt die Formation anschauen. Da haben wir die 4-3-2-1, dann die 3-4-3 flach, 4-3-1-2, 4-1-2-1-2 und die 3-4-2-1 Formation. Ich glaube, es ist logisch, für welche Formation ich mich entscheide. Es ist die 4-3-2-1. Damit komme ich eigentlich wirklich gut klar. Ist so meine Zweitlieblingsformation. Meine Lieblingsformation 4-2-3-1. Ihr wisst es, mit 3 ZOMs in-game umstellen. Aber das ist ja hier ein anderes Thema. Das werden wir bei Footcraft wahrscheinlich niemals machen. Und deswegen nehmen wir einfach die 4-3-2-1-Formation. Zack, reden nicht mehr viel. Komm schon, gib mir einen guten Kapitän. Vielleicht eine Ikone. Oder wird es jetzt hier Lionel Messi im Sturm sein? Ich würde schon sagen, ja, guck mal, wir können hier Gareth Bale nehmen, wir können Lewandowski nehmen, Di Maria, Benzema, da ist natürlich der Lionel Messi von euch auch letztens in den Kommentaren am meisten geliked, beziehungsweise ihr habt ihn mehr gefeiert als Ronaldo, deswegen nehmen wir natürlich jetzt hier auch Lionel Messi in Form und ja, ist auf jeden Fall schon mal ein stabiler Kapitän und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Damit könnte man schon rasieren und jetzt im zentralen Mittelfeld haben wir einmal Pastore als Path to Glory Card, den werden wir auf jeden Fall mal nehmen hier. Argentinier sieht auch nicht schlecht aus hier von dem Werten her und deswegen geht es auch gleich weiter mit Ferrati. Der Typ ist zwar todesklein, glaube ich, ja, aber hat eigentlich auch gute Around-Stats und 59 Schuss. Ich weiß immer noch nicht, woher diese 59 Schuss kommen. Das ist so irgendwie so schlecht. Ich weiß gar nicht, hatte der das wirklich letztes Mal? Kein Plan. Fabregas, Touré und Thiago haben wir hier. Dann nehme ich, glaube ich, doch tatsächlich Ferrati mit. Und vielleicht kriegen wir jetzt hier im rechten Sturm noch Mbappé. Das wäre natürlich stabil. Und tatsächlich, Alter, okay, perfekt, da geht's gar nicht. Mbappé, zack, William haben wir noch. Lukas würde auch passen, aber ja, ganz klar, da haben wir jetzt hier dieses PSG-Triblett. Und mal gucken, ob uns jetzt hier EA noch weitere PSG-Spieler geben möchte, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt hier allerdings erstmal keiner, aber Klein, ja, von Liverpool. Passt eigentlich ganz gut rein. Premier League ist auch immer ganz ordentlich, ganz stabil. Und auch wenn Messi jetzt hier nicht auf volle Chemie kommen sollte, wir können ihn natürlich auch einwechseln oder werden ihn dann wahrscheinlich auch safe einwechseln. Linker Stürmer, kommt vielleicht noch eine gute Karte hier. Na, Sané ist schon stabil. Draxler würde da vielleicht sogar noch besser passen, Alter. Wir können eigentlich hier fast ein Full-PSG-Team machen. Und jetzt fehlt uns nur noch Cavani und dann haben wir echt ein richtig heftiges Squad oder Neymar und dann packen wir Draxler einfach in den Sturm. Aber wir schauen einfach mal. Linksverteidiger, ja gut, Silberkarte, weiß ich jetzt nicht, für wen wir uns entscheiden. Nehmen wir einfach Augustinsson, da ist es eigentlich egal. Dann in der Innenverteidigung. Kriegen wir Bailly oder Koscielny? Koscielny Arsenal Link, aber Bailly ist da vielleicht doch noch ein bisschen stärker, deswegen nehmen wir den erstmal. Und vielleicht kriegen wir jetzt nochmal Koscielny hier als zweiten Innenverteidiger, leider nicht. Javier Pinola ist auf jeden Fall eine Nürnberg-Legende und deswegen können wir den nehmen. Ist eigentlich egal, denn ich hoffe einfach auf Premier League-Verteidigung. Und jetzt hier im Tor nochmal was Passendes. Jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Da haben wir die Path to Glory Card Nummer 2 von Joe Hart und da brauche ich auch gar nicht viel drum rum denken. Den nehmen wir und jetzt kommen wir schon zur Auswechselbank. Geht's auch nochmal gut los? Ja, mit Lukas, den könnten wir jetzt vorne reinstellen. Den könnten wir vorne reinstellen. Aurier, ja, wir brauchen keinen Rechtsverteidiger mehr. Komm, machen wir das erstmal so, oder? Wollen wir auf Neymar hoffen? Na, lassen wir es mal lieber. Ich glaube, wenn wir hoffen, dann geht das meistens nie gut. Also PSG vorne haben wir jetzt 5 Stück. Das ist schon echt extrem, Mann. Kann ich eigentlich gleich PSG Footdraft nennen. Und meine Sprachfehler sind hier auch gerade on point programmiert. Ja, so muss das sein. Und dann haben wir jetzt hier auch den nächsten Spieler Aurier und jetzt können wir den nehmen und als Innenverteidiger reinstellen. So, da kommen wir schon auf 83 Chemie, sieht ordentlich aus, aber das geht noch ein bisschen besser, vielleicht mit einem Biest und da ist auch tatsächlich Neymar und Cristiano Ronaldo.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wen wir nehmen. Würde aber schon fast sagen, dass ich mich eigentlich für Ronaldo entscheiden würde. Ja, komm, wir machen Ronaldo Messi vor Draft, das muss sein. Ich will einmal diese beiden Spieler haben und so haben wir, glaube ich, dann auch gute Karten, das Ganze zu gewinnen. Dann werden wir diese beiden nehmen, auch wenn Neymar da ganz gut reingepasst hat. Und jetzt kommt auch noch Antoine Griezmann in Form und den wolltet ihr alle sehen. Und ja, da brauche ich dann auch, glaube ich, nicht lange zögern, den nehmen wir. Zack, Griezmann, passt er hier ins Mittelfeld? Erstmal nicht. In den Sturm auch irgendwie nicht, deswegen guckt euch mal diese drei Spieler an. Das ist eigentlich schon die beste Offense, die man haben kann. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar La Liga-Mittelfeldspieler oder sowas. Und dann könnte man schauen, ob wir da doch noch irgendwas anderes machen können. Wenn wir jetzt zum Beispiel, okay, Dybala ist natürlich krass, passt aber nicht rein. Wenn wir zum Beispiel jetzt Isco nehmen, könnte man Ronaldo schon mal reinpacken und Messi in den Sturm. Ich glaube, wir machen das so. Jordi Alba ist auch nicht schlecht, der kann gerne nochmal kommen. Wenn wir den jetzt so reinpacken, zack, dann machen wir Ronaldo hier rein und Messi in den Sturm. Wie sieht das dann aus? Ja, da kommen wir sogar auf 85 Chemie. Ronaldo ist dann noch voller und da haben wir auf jeden Fall einen gigantischen Sturm. Griezmann wird dann natürlich auch eingewechselt und mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Ich bräuchte noch einen La Liga-Verteidiger. Zum Beispiel Roberto, den man als Linksverteidiger spielen lassen kann. Lukaku kann man jetzt auch nicht wirklich nehmen. Deswegen nehmen wir einfach mal Sergio Roberto. Und so kommen wir schon mal auf 90 Chemie. Das ist auch schon mal sehr gut. Ja, das, ja, da kann man nicht meckern. Und mal gucken, wie es weitergeht hier. Mané, wen nehmen wir? Mané, Perez. Perez, Spanier. Macht nicht so viel Sinn. Dann nehmen wir Mané, glaube ich, auch nochmal als Backup mit. Und jetzt nähern wir uns so langsam dem Mittelfeld. Oh mein Gott. Okay, das sieht doch schon richtig stark aus. Eriksen ist eine richtige Maschine. Passt da jetzt aber nicht rein. Kondogbia auch nicht wirklich. Aber wir nehmen hier, glaube ich, diesen Partey mit. So, okay. Nehmen wir den mit und dann können wir mal gucken. Atletico Madrid, vielleicht fällt mir da noch irgendwas ein. Wir werden es gleich sehen. Das ist jetzt hier, glaube ich, egal, wen wir nehmen. Nehmen wir einfach mal Kampel und die letzten drei Positionen werden jetzt nochmal durchgerusht. Vielleicht kriegen wir noch was Passendes und da kommt hier ein La Liga Linksverteidiger. Zack, brauche ich. Ja, perfekt. 94 Chemie. Und jetzt brauchen wir noch einen Innenverteidiger hier. Und dann ist das auch komplett das Draft. Und da kommt sogar Jürgensen. Und der kommt jetzt für Aurier rein. Dann kommen wir auf 75 Chemie. Und passt auf, wenn wir jetzt den für Klein reinstellen, dann haben wir 100 Chemie und ein richtig geiles Footdraft. Oh mein Gott. Okay, das wird sick. Und das wird noch besser mit Marc-André Ter Stegen hier im Tor. Ist eigentlich egal, aber guckt euch mal diese Spieler an. Unser Team steht also jetzt und ich muss sagen, ich bin sowas von zufrieden. Wir haben richtig krasse Offensive und wie ihr es euch gewünscht habt, Antoine Griezmann hier als Star-Kapitän und Starspieler wird hier direkt eingewechselt. Ich weiß nicht für wen, ich glaube wir wechseln einfach Pastore aus und dann packen wir zum Beispiel Messi ins Mittelfeld oder Mbappé und dann natürlich Griezmann in den Sturm, so wie man es sich wünscht. Und ja, Mann, also gute Verteidiger, okay, ist vielleicht ein bisschen ausbaufähig hier mit dem Linksverteidiger und dem Innenverteidiger, aber ich sag mal, alles im allen ist das doch schon ein richtig starkes Draft und damit muss man eigentlich mindestens ja, ins Finale kommen, aber ich will es nicht beschreien. Es kann natürlich jetzt auch ein guter Gegner kommen und dann ist auch alles vorbei. Aber egal, wir werden es einfach mal sehen. Das sind unsere Top-Spieler, 185er Draft. Eigentlich erst ein PSG-Draft, aber dann hat sich das Blatt nochmal ein bisschen gewendet. Und ja, Mann, ich bin bereit. Wir starten mit dem Spiel. Los geht's. So, dann kommen wir jetzt zu Gegner Nummer 1. Und ihr seht schon sein Team, das sah richtig stabil aus mit Crespo, dann Neymar und natürlich Mbappé vorne drin. Also ein gutes Team. Schmeichel auch noch als Ikone, das man nicht unterschätzen darf. Aber Antoine Griezmann ist natürlich zur Stelle und macht hier erstmal das 1-0. Natürlich, sein linker Fuß ist einfach spitzenmäßig. Da kann man da eigentlich, es gibt es eigentlich einen besseren linken Fuß. Ja, okay, vielleicht Lionel Messi. Und ja, 2-1 steht's. Dann gönnt euch jetzt hier dieses Tor an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Allgemein war diese Verbindung sowas von laggy. Ich gehe mit Joe Hart zurück
Und irgendwie läuft er dann ins Tor und tatsächlich, sonst stoppt er eigentlich immer davor ab, geht er dann einfach ins Tor und macht das Eigentor. Dann haben wir es in der Verlängerung irgendwie noch gedreht und 4-3 gewonnen. Also keine Ahnung, da war ich schon richtig mad, Mann, dass wir uns da überhaupt in der Verlängerung durchschlagen mussten. Aber so ist es halt und trotzdem, ja, müssen wir jetzt hier positiv weiterblicken und machen das 1-0 mit Griezmann. Und der macht es mit Köpfchen. Und jetzt gab es hier diesen einen Fail. Keiner geht zum Ball. Messi nimmt ihn sich, macht das Tor und dann macht er auch noch das 3-0. Und Ronaldo kann dann nochmal zum 4-0 abschließen. Sehr, sehr ordentlich gespielt. Wir waren auf jeden Fall drin jetzt in der Partie 4-0. Und dann kamen wir zu Spiel Nummer 3, wo Messi einfach mal direkt abzieht und dann tatsächlich trifft. Hier muss man sagen, auch ein guter Longshot. Und ja, dann zum 1-1, 2-1. Der Gegner war schon echt nicht schlecht. Und ja, deshalb haben wir auch hier das 2-2 wieder erzielen können mit Ronaldo. Konnten dann auch tatsächlich noch irgendwie mit Mbappé durch die Ecke zum 3-2 kommen. Und jetzt guckt euch das hier mal an. Ich weiß nicht, das war schon echt nicht schlecht. Und da stand es dann 3-3. Und dann tatsächlich auch noch in der 83. Minute. Da muss ich sagen, hätte jetzt nicht sein müssen. Hätte vielleicht ein De Gea gehalten, aber kein Joe Hart. Das 4-3. Und ja, somit guckt euch jetzt hier noch die letzte Szene an. Ist es, glaube ich, buchstäblich, dass wir das Ganze hier verkackt haben. Ronaldo kriegt den Ball nicht hinter die Linie. Und ja, Mann, wir sind raus in Runde 3. Kriegen jetzt hier die Belohnung und mal schauen, was das ist. Ich weiß nicht, was hier allgemein los ist gerade. Ansonsten haben wir es immer geschafft, den Sieg zu holen. Ja, in letzter Zeit sieht es nicht mehr so aus und okay, zwei Goldspieler-Sets, wir werden die einfach mal öffnen. So, das Spiel ist aus, wir haben verkackt, geil, okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt auch keine guten Belohnungen bekommen. Einmal dieses Jumbo-Premium-Gold-Set und das Goldspieler-Set, ja, am Ende, keine Ahnung, weiß ich nicht, hätte man das natürlich noch schaffen können, aber irgendwie wollte das Schicksal es nicht und ja, deswegen kommt jetzt hier ein 83+, Portugal ZDM. Hätte es anders sein sollen als Carvalho und ja, schade, hätte ich mir natürlich jetzt gewünscht, dass da noch eine gute Karte kommt, egal, alles im allen ist es halt so, dann versuchen wir es im nächsten Draft wieder, 83er, ja, kann man gerne mitnehmen und jetzt öffnen wir das letzte Pack, lasst natürlich trotzdem gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und natürlich die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und jetzt nehmen wir natürlich noch hier dieses Goldspieler-Set mit, ist da auch nochmal was Gutes drin, leider nicht und deswegen gut, können wir das Video auch beenden, auch wenn da nur Spieler drin sind, ist okay, der Beste. Alles klar, Jungs, dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.